1. Kostet 800. 2. You must trade additional. Nein, er will nichts davon. Er will nichts davon. Wieso will er nichts davon? Nein, ich halte mir eine Hand an den Kopf gerade. Ich halte mir eine Hand an den Kopf, weil ich das nicht glauben kann. Wir haben doch so gute Sachen. Warum will er das nicht? Livestock Merchant, der tradet nur Livestock. Ich will die Kettle haben, ich will endlich Tiere haben und ich kann nichts traden, weil der nichts davon haben will. Ich bin verzweifelt. Wieso erfahren wir eigentlich nicht, was er braucht? Hier könnte einfach mal stehen, was er haben will. Hier steht nur, was wir haben, was wir anbieten können, aber davon will er ja nichts, wie es aussieht. Korn. Number of items available for this trade, aber der will ja nichts. Boah, ganz schön teuer, ne? Hätten wir 1600? Zwei Stück? Hätten wir uns tatsächlich leisten können? Hätte ich auch direkt alles eingewilligt. Das Fleisch wäre auch 3 wert gewesen. Oh, nein! Scheiße. Ja, Brennholz kriege ich nicht so schnell produziert. Alter, das ist kalt. Und bei dem Wetter, da kommt es doch gar nicht mehr in den Fluss. Das ist doch alles eingefroren. Ich weiß nicht, ob der Brennholz genommen hätte. Ich habe keine Ahnung. Dafür bin ich leider noch nicht Pro genug bei Banished. 100% voll, trotzdem. 9200 Dingens. Und wir haben... Oh, wir haben ja Dingens. Wir haben schon wieder Labora dazu bekommen. Das ist natürlich sehr gut. Zwei Hunter stelle ich mal ein. Und den Rest packe ich mal in die Mine. Trader 1 von 6 reicht ja. Habe ich übrigens aus den Kommentaren erfahren. 13 von 15. Haben wir noch 2 Labora, wenn der Winter vorbei ist. Das ist natürlich gut. Ist auch noch früher Winter. Das heißt, wir fangen gerade erst an. So, ansonsten ist ja alles easy peasy, ne? Der Gatherer, da brauchen wir auch nur einen. Irgendwie, also der Herbalist, nicht der Gatherer. Der Herbalist, da brauchen wir auch nur einen. Vielleicht sollten wir tatsächlich mehr Brennholz machen. 372 Logs, 95 Firewood. Kann ich hier einfach noch einen einstellen? Was passiert denn dann? 1 von 1, dann sehe ich den. Aber ich kann das nicht hochschrauben, ne? Ne, ist einer arbeitslos dann. Wo hat denn der jetzt abgezogen? Herbalist, 8 von 8, 2 von 2, 6 von 6, 8 von 8, 0 von 11, 1 von 1, 1 von 1, 1 von 6, was passt? 13 von 15, schicke ich den auch nochmal in die Mine. Huch! Ich mach das Fenster im Effekt echt immer zu. The Merchant has arrived. Oh Mann! Oh, 3 neue Arbeiter haben wir gerade dazu bekommen. Das ist super. Also vorhin. Die haben wir alle schon eingesetzt. Aber das ist natürlich echt super, weil, guck mal, die Hütten gehen langsam voll. Da können wir jetzt noch ein bisschen anbauen. Das Problem ist, ich wollte jetzt hier noch sowas machen. Das Problem ist nur, ich glaube, die Lagerhäuser sind dafür zu voll. Einfach. Das wird langsam problematisch. Problematisch. Und asthmatisch. Ja, ekstatisch. Sowas mag ich. 80 Jahre wohnt alleine. 49 und alleine. 77 und alleine. Die sterben alle weg. Ich mag das nicht. So, 17 hier. 77 und 71. Und beide arbeiten in der Mine. Oh, die Armen. Wie kann man, wer kann sowas nur verantworten? Ich finde das ekelhaft. Ein Aufschrei sollte durch die Gesellschaft gehen. Wenn die da sterben, findet die auch keiner, aber dann legen die einen Platz auf dem Friedhof. So. Ich halte mich an die Kommentare und gucke mal ganz kurz, dass ich hier irgendwie noch Feuerholz zurechtgestemmt kriege. Dann mache ich da einfach noch so einen Typen hin. Feuerholz brauchen wir sowieso und wenn wir da ein bisschen zu viel haben, wäre es ja auch nicht so schlimm. Machen wir hier noch hin, ne? Das ist so eine kleine Arbeitsstrecke hier dann. Sieht ein bisschen aus wie im Harz, kann man sagen. Da führt der Weg hier irgendwo auf den Brocken. Und wenn die Leute sowieso nichts zu tun haben, dann könnten die eigentlich... Ich meine, Steine haben wir ja noch ein paar.
Dann würde ich hier gerne einen Steinweg bauen, damit die einfach schneller unterwegs sind. Ach, sollten die ja sowieso. Hat doch wie letztes Mal nicht gefressen, ne, den Steinweg. Machen wir da einfach einen kompletten Steinweg draus, dann geht's schneller. Ich weiß, ihr wollt Steine sparen. Steine sparen. Aber ich glaube, das ist eine sinnvolle Investition in die Zukunft. Ich hasse diesen Spruch. Egal. Stimmt aber in diesem Falle. Feuerholz! Feuerholz. Ihr Gesicht sah aus wie Feuerholz. So, da brauchen wir noch Arbeiter. Jetzt brauchen wir tatsächlich 3 Bilder von dir. Überdauern, alle Zeit. Und wir brauchen demnächst nochmal eine Kirche. Die Kirche würde ich gerne, die mache ich dann hierhin vielleicht. Beim Feld so ein bisschen und hier in der Nähe vom Friedhof. Ich glaube, das geht. Theoretisch müsste ich hierhin machen. Kirchen waren ja sehr beliebt. Das heißt, die hat man dann irgendwo auf dem Marktplatz meistens gehabt oder sowas. Damals, als Kirchen sehr beliebt waren, weißt du noch? So. Sonst alles Taco? In Monaco? Alles klar in Sansibar? Da sind sie schon am Bauen, das ist sehr gut. Also sie bauen zumindest ab. Die bauen noch nicht an, also das Haus wird noch nicht aufgebaut. Boah, 14 Leute, dann können wir direkt 3 auf die Baustelle schicken, das ist super. Das mache ich jetzt aber erst, wenn... Jetzt ist eh Late Winter, sobald der Schnee weg ist, schicke ich die ersten Leute aufs Feld, dann können die ja schon mal umgraben. Und dann schicke ich 3 Arbeiter hinten auf die Baustelle. Ist gut. Ist gut. Scooter. Scooter. Es wird grün. Das heißt, was haben die Leute da hinten bewirkt? Alter, die haben so ein bisschen Kohle, haben sie schon rausgekriegt. Und da liegt ja auch schon Kohle. Nice, wie sieht's denn hier aus? Machst du mal lieber den hier. Machst du wieder Steel-Tools? Steel-Tools. Was los? Firewood ist low, natürlich. Okay, pass auf, wir holen die Leute aus der Mine raus. Ein paar könnten wir arbeiten lassen, aber 20, alter Schwede. Wir haben jetzt 9 Leute, die einfach so frei rumschlawenzeln. Was ist denn da los? Hunter 6 von 6, 8 von 8. Wir haben tatsächlich für Nachwuchs gesorgt. Es ist ja unfassbar. Es ist unfassbar. Wir haben Nachwuchs. Wir könnten jetzt 9 Leute in der Mine lassen. Machen wir aber nicht. Neun Leute in der Mine. Eieiei. Oh. Ich glaube, die haben einen geliebten Menschen verloren. Dann halten die ab und zu mal Andacht auf dem Friedhof. Ist schon süß gemacht, muss man einfach sagen. So, was ist mit ihm? Ach, der braucht gerade nichts herzustellen. Der hat noch 2 Leder, aber kann gerade keine Klamotten herstellen. Wie sieht's denn jetzt essenstechnisch aus bei euch, Freunde? 90% voll. 70% voll. Feuerholz fehlt? Natürlich. Und 100% voll. Alte Scheiße. Und wir haben schon Sachen aus dem Lagerhaus nach draußen geschafft. So, ich mache erstmal 3 Bauarbeiter. Das wollte ich ja eh machen. Dann können die da das Ding hin klumpen. Schön im Wald. Sieht gut aus. So, der Jäger hier ist immer noch... Der ist nur am Schneiden, aber hier stehen auch überall Bäume. Der hier ist auch nur am Schneiden. Hier stehen auch überall Bäume. Unfassbar. Feuerholz. Wir brauchen Feuerholz. Boah, das ärgert mich, dass das nicht geklappt hat hier. Ich weiß auch nicht, was wir da sonst noch anbieten können. Bestimmt Baumaterialien oder wahrscheinlich auch Feuerholz. Huch. Aber... Was? Wir haben keinen Teacher. Aber ganz schnell, Junge, ganz schnell. Wir brauchen gelernte Leute. Ist mir der Lehrer schon wieder weggestorben. Ich glaube, der wird immer gemobbt von den Schülern und deswegen schmeißt er sich in den Freitod. Hier, aus dem Fenster. Siehst du hier, auf die Straße. Und außerdem mache ich immer das Fenster zu. Ich weiß gar nicht, warum. So, jetzt mache ich wieder auf.
Freitod statt Lehrertum ist ein altbekanntes Problem an den Schulen. Ich kann ehrlich gesagt nie so richtig nachvollziehen, wenn man den Zustand an Schulen miterlebt hat, wie man sich dann noch entscheiden kann, Lehrer zu werden. Ich habe meinen größten Respekt vor allen, die sich entscheiden, Lehrer zu werden und Pädagogen, nachdem sie selber die eigene Schulzeit mitgemacht haben. Denn alle Kinder benehmen sich meistens scheiße, seitdem Prügelstrafen verboten wurden. Was, wie kannst du das sagen? Naja, tanzen die Lehrern auf den Nasen rum, bringen Waffen mit in die Schule, bedrohen den Lehrer, verkaufen Drogen, Brown Crystal Meth im Sportunterricht. Ja, so sieht's doch heute aus. Denken sich wahrscheinlich viele Erwachsene. Wie zum Beispiel ich. Und du. Und dein Zukunfts-Ich. So, was ist denn jetzt los hier mit dem Typen? Warum stellt er nichts mehr her? Not available? Alter, der braucht Kohle. Wo ist denn die Kohle hin? Hier, Alter, hier war doch ein ganzer Arsch voll Kohle. Wo hat er die hingesteckt? Ist vielleicht falsch formuliert, ganze Arsch voll Kohle, hat er denn hingesteckt, aber... Also hingesteckt, natürlich. Hat er sich den Popo gesteckt? Okay, die Frage ist, wo ist die Kohle hin? Der hat doch jetzt nicht die ganzen... Haben sich das einfach die Einwohner geschnappt, statt Feuerholz? Dann bringe ich die alle um. Coal. Ich bringe die alle um. Coal. Ich bringe die alle um. Nat King Coal. Ich bringe die alle um. So, 3 Kohle haben wir da, aber dafür haben wir keine Loks mehr. Im Wald quillt unser Lager über voll Loks. Guck mal, wie viele Loks wir hier haben. Und dafür machen wir jetzt auch Feuerwut. Da müssen die nur noch hier fertig arbeiten. Dann haben wir auf jeden Fall... Ich hoffe, wir haben dann genug Feuerholz. Es würde mich echt freuen, wenn wir irgendwann mal genug Feuerholz haben. Unsere kleine Holzproduktionsstätte hier. Ein Sägewerk wäre auch super. Dann könnten die auch so Holzscheite sägen. Das wäre auch nicht so schlimm. So, ich steck mal 5 Leute in die Mine, dann können die ein bisschen Kohle abbauen. Und ein... Huch. Sagen wir mal, ich steck 4 Leute in die Mine. Ist einer gestorben gerade oder habe ich das falsch gesehen? So, da sind 3 wieder frei. Die behalte ich vielleicht mal als Laborer. Oder ich stecke einen in die Mine und behalte 2 als Laborer. So rum. Dann haben wir noch ein kleines Laborer-Backup. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann kriegen wir da Kohle raus, stellen um auf Steel Tools, können damit besser und schneller arbeiten, kriegen mehr Materialien zusammen, kriegen wahrscheinlich auch bessere Äxte für den Woodcutter hier hinten. Und dann kriegen wir hoffentlich ein bisschen mehr Feuerholz. 68 Firewood. Da muss ich mal ganz kurz gucken, dass ich vielleicht den Amount hier hochstelle von 500 auf 700 oder vielleicht 800 gleich. Ich hoffe, dafür habe ich Platz. Das ist ja die große Masterfrage, auch für den ganzen Scheiß hier. Alter, ich habe so viel Essen... Ich komme gar nicht hinterher. Ich muss schon selber die ganze Zeit mitfressen. Das hängt mir schon alles aus dem Hals raus. 41 und 10, das ist aber der Sohn, will ich hoffen. Ja, das muss der Sohn sein. Sonst wäre es ein bisschen komisch. So, hier sind auch die Kinder. 72 Jahre alt, da wird bald eine Hütte frei. 19 und 10, naja, hatten wir schon mal so eine Konstellation. Reißt uns auch nicht mehr vom Kopf. 25 und 15, natürlich. Gar kein Problem. Und da ist noch ein 22-Jähriger, der nicht ausziehen kann, weil wir keine weiteren Wohnungen haben. Vielleicht sollten wir nochmal welche zur Verfügung stellen. 2 Häuser können wir noch bauen. So, wir bauen ein bisschen in den Wald rein. Ist aber gewollt. Also, Gewalt. Gewalt. Ich bin gegen Gewalt, aber hier in dem Fall müssen wir es einfach mal ausüben. Und in den Wald hineinbauen. Aber das wird schon, pass auf. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen Fressen machen soll. Wenn die bauen jetzt schon wieder an, Alter, und ganz ehrlich, die Einwohner... Obwohl 62%, da haben wir noch, da geht noch was. Hier oben 87, aber das andere Ding ist bestimmt immer bei 100, oder? 99%, das ist unser Backup-Speicher, sozusagen. Da haben wir lauter Essen gebackupt. So, Firewood, 177, das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Hier haben wir Firewood, 160, das heißt, wir werden auf jeden Fall ein bisschen nachlegen. Werden das dann hier zum Hafen bringen und gucken wir mal,
ob wir das vielleicht eintraden können. Das wurde in den Kommentaren oft gesagt. Nimm doch einfach mal Feuerholz und schmeiß es mal ins Lager da am Dingens. Und das probieren wir da einfach mal aus. Ich hoffe, der Livestock-Typ kommt nochmal vorbei. Dann können wir hier irgendwann mal das Ding bevölkern und haben dann noch ein viel größeres Nahrungsproblem, als wir jetzt schon haben. Und zwar, weil wir Überproduktion haben. Wir bauen sozusagen die USA. Hier errichten wir ein fettes McDonald's, da drüben noch ein Burger King, hier noch ein Johnny Rocket und da drüben dann noch ein Wendy's. Und dann haben wir 50 Burgerläden, werden die ganzen Grundnahrungsmittel los, aber müssen alle Burger wegschmeißen. Während wir hier überall so komische Rollwagen für die fetten Einwohner brauchen, die sich nicht mal zu Fuß bewegen können, weil sie zu schwer sind. Gehässig? Was? Nein. Ich mach mich nur lustig. So, 237. Wir kriegen jetzt auf jeden Fall, haben wir kein Problem mehr mit Brennholz. Super, da müsste das... Da, es sind auch schon 226. Ich warte noch, bis ein bisschen drüber ist, bis das noch mehr Brennholz wird, weil dann... Oh, oh, wir haben Erntezeit und 83%. 94%. Oh, 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 oh. Ah, das ist wieder auf 88 runter, das ist... Oder hoch? Verwechsel ich jetzt gerade? 89, 90... Jo, das Lagerhaus geht langsam voll. Das andere da so links ist schon voll. Hier 96 und 90. Eieieiei. Ich glaube, da wird wieder ein bisschen Nahrung verschwinden. Oder kriegen wir das noch alles untergebracht einigermaßen? 99% voll. Alter, haben wir viel zu fressen. Boah. Aber das ist eigentlich gut. Das heißt, wir können echt so eine Bevölkerungsüberpopulation starten, so ein bisschen. Also zumindest ein bisschen in die Offensive gehen. Dafür braucht man nur Bauressourcen. Also genug Holz, genug Steine, dass wir hier quasi, Und hast du nicht gesehen, ne? Also ist der... Okay. Ja, die bauen nicht mehr ab. Ach, wir sind schon bei 10.000 Nahrung. Wir sind schon wieder an der Obergrenze. Das heißt, wir haben eine deutliche Überproduktion. Das lassen wir jetzt mal verrotten, ausnahmsweise. Wir haben eine deutliche, deutliche Überproduktion an Nahrung. Und Feuerholz. 300 Feuerholz. Und da hinten haben wir wie viel? 300, 600... Wir haben fast 700 Feuerholz. Dann gehe ich das Risiko mal ein und packe schon mal... Wo ist es denn? Firewood. Ich packe jetzt mal 400 dahin. Ich mache das so häppchenweise immer. Oh, 420. Na gut, dann mache ich das häppchenweise. Da kommt dann mit der Schubkarre und dann, wenn es nochmal Feuerholz gibt, dann lege ich nach und so weiter und so fort. Oh, und es werden hier scheinbar immer mehr. Oh, das macht so traurig. Der Friedhof macht ziemlich traurig irgendwie, so ein bisschen betroffen. Wie sie alle stehen im Regen und für ihre Lieben beten. Fressen, fressen. Klappt das? Ja, dann baut er nochmal ein bisschen ab. Mal gucken. Machen wir mal 11.000. Boah. Ich will die Felder so ungern verrotten lassen, weißt du? Jetzt haben wir eh schon Spätherbst. Mal gucken. Und ich hoffe, die lassen dann nicht wieder einen Korb liegen. Andererseits haben wir dann nächstes Jahr etwas leerere Lager. Weißt du noch, neulich? Da hat man noch irgendwie das Problem, dass das eine Feld nicht bestellt wurde. Und dass Leute irgendwie hätten verhungern können. Und jetzt? Boah. Hat sich ganz schön schnell geändert hier. Muss ich ja mal zugeben. Haben wir echt gut, haben wir gut gerissen. Kann man einfach mal sagen. So, und schon brauchen wir keine 11 Farmer mehr. Und wir haben genug Leute, die wir jetzt einmal wieder ins Kohle, in die Mine schicken können. Ich könnte mal ganz kurz 1 von 2, 8 von 8, 3 von 3, 6 von 6, 8 von 8, 0, 0 Herzmann. 1 von 1, 1 von 1, 1 von 6 Trader, das ist okay. In der Mine arbeiten ja schon 5. Habe ich ja ganz vergessen. Wir haben jetzt 15 in der Mine und trotzdem noch 2 übrig. Geil. Und es wird Winter. Ist auch geil. Ach, wir brauchen Bauarbeiter. Nein, Trader, lass ich mal. Halt. Hier wollte ich 2 abziehen. Mache ich immer noch 2 Bauarbeiter. Dann haben wir noch 2 Häuser fertig. Wir müssen ja die Nahrung doch irgendwie rauskratzen. So, 343 haben wir jetzt. Da haben wir noch 20 Firewood. Firewood. Und hier haben wir noch 378. Eieiei.
Eigentlich super.